Hi, willkommen zu den Deals am Wochenende. Wir haben zwar nicht Wochenende, ich werde das Format jetzt wahrscheinlich auch mal demnächst ein bisschen umbenennen müssen. Ich, am besten schreibe ich jetzt auch in das Video halt unter das Video Deals und Co. Allerdings werden die Deals zum Wochenende natürlich auch noch erscheinen. Ich habe jetzt nur einige Tage Urlaub gehabt und deswegen hatte ich auch keine Möglichkeiten, hier Videos aufzunehmen. Die werden allerdings weiterhin folgen. Ich habe sogar hier einige Sachen mittlerweile bekommen von Gibbs & Co. Die werden auch noch folgen auf dem Kanal. Nur schade um die Deals, die letztes Wochenende ja nicht rauskamen. Ich habe euch jetzt schnell noch ein paar Sachen zusammengesucht, halt vor dem Wochenende. Das werde ich auch immer wieder mal einstreuen, halt. Deals & Co. nennt sich das Ganze dann, das Format. Aber wie gesagt, die Deals zum Wochenende kommen dann trotzdem weiterhin. Die Sachen, die ich heute mal rausgesucht habe, drehen sich mehr um Film, Audio. Aber auch ein paar Hardware-Sachen sind dabei. Ein Spiel, ziemlich altes Spiel, aber interessantes Spiel. Zumindest wenn man auf Gruseln steht, ganz interessantes Spiel. Dann nochmal ein eBay-Tipp. Aber gut, gehen wir mal einfach hier direkt los und schauen uns mal an, was ich gefunden habe. Hier habe ich eine Sache gefunden, halt eine Doku. Also ich fange mal mit den Dokus an. Die Sache heißt Welt ohne Geld, reimt sich sogar, ist auf dem ersten Programm. Man sieht ja so ein bisschen halt, wie die Ambitionen sind, Geld abzuschaffen immer mehr. Das Ganze halt über Kreditkarten ablaufen zu lassen, über digitale Konten. Da ist ja auch die Blockchain-Technologie halt nicht ganz ungewollt, glaube ich. Was dann natürlich auch im Nachhinein halt vielen Leuten auffallen wird, wenn es immer so weit ist, da Sachen nicht mehr möglich sind, dem Penner den Euro reinzuschmeißen, wird wohl schwierig machbar sein. Andere Sachen natürlich auch nicht. Und meinetwegen, es fällt dann auch vielleicht die Schwarzarbeit so ein bisschen flach, wenn man jemandem halt mal bei einer Kleinigkeit hilft. Hier ist eine Dokumentation aus dem ARD-Fundus, die das Ganze so ein bisschen beleuchtet. Nicht so kritisch, wie ich ganz gerne das gesehen hätte. Allerdings auch nicht jetzt so schlecht. Wer überhaupt keinen Bock hat auf Dokumentation, der kennt vielleicht Mr. Bean. Da gibt es jetzt von Mr. Bean halt die erste Staffel auf Watchbox. Kann sie einfach so aufrufen, die Seite und angucken. Dann hat man erstmal wahrscheinlich eine ganze Menge Spaß. Ich fand Mr. Bean immer zum Schreien. Besondere Sachen gab es natürlich auch dabei halt. Bei der Queen zum Beispiel, die Folge, die dürfte den meisten Leuten bekannt sein. Aber gut, wer also Bock hat, sich heute Abend ein bisschen was Comedy reinzuziehen, halt, die Folgen sind in der Regel sehr kurz, aber da haben es auch in sich. Wer einen Spielfilm gucken möchte heute Abend, der hat hier die Möglichkeit, Casino sich ranzuziehen. Es geht so ein bisschen über die Mafia und den Aufbau von Las Vegas halt. Die Casinos dort wurden ja eigentlich von der Mafia mehr oder weniger gegründet, halt um, naja, so ein bisschen dem Geld, das sie mittlerweile gewonnen hatten durch andere Geschäfte, das Ganze zu investieren. Und der ist hier mit Robert De Niro, der war noch ein bisschen jünger, der Typ. Ziemlich geil gemacht, bekannter Filmemacher auch dahinter. Geiles Ding, kann man sich auf jeden Fall immer reinziehen. Was anderes kann man sich auch noch reinziehen, nämlich hier ein Hörspiel, Papillon. Habe ich schon mal vorgestellt, nicht das jetzt, die Version jetzt hier. Die ist extrem lang, so wie es aussieht. Das ist kein Teil von unter einer Stunde, doch ein Teil, der geht immerhin 58 Minuten. Ziemlich langes Hörbuch. Ziemlich geiles Hörbuch. Wer auf Hörbücher steht, der kann sich das hier einfach reinziehen. Es gibt bestimmt auch die Möglichkeiten, das Ganze runterzuladen, halt, wenn man es braucht. Wie, weiß ich aber nicht, habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Mir reichte die Seite hier vollkommen aus. Was auch geil ist zum Anhören, ist immer die Seite für First Listen. Stelle ich immer wieder hier vor, halt, da kann man sich halt von Künstlern Stücke reinziehen, bevor sie noch auf dem Markt erscheinen zum Teil. Das sind so po Vorstellungen von Bands halt. Da sind auch bekannte Leute bei. Die meisten sind sogar bekannt, die hier ihre Musik vorstellen. Und da sind auch nur hochwertige Gruppen eigentlich bei. Also Müll wird man hier nicht hören. Hier ist bestimmt nicht alles für jedermanns Geschmack dabei halt, aber es ist hier bunt unterteilt. Da muss man einfach sich mal durchhören. Wirklich geile Seite. Auch witzig ist das hier für den Fotografen unter euch. Wer sich nicht immer die Arbeit machen möchte, halt die Bilder extrem nachzubearbeiten oder auch vielleicht die Fähigkeiten dazu nicht hat, weil er sich überhaupt nicht mit der Bildbearbeitung beschäftigen möchte, der hat hier ein Programm, das Simply Good Fake Pictures 5. Ist eine Software, da lädt man seine Bilder rein. Die macht dann halt das Übliche damit halt, also die macht das ganze Bild ein bisschen klarer, ein bisschen netter, gestaltet das Ganze ein bisschen um halt und man hat dann eigentlich schon eine fertige Version seines Bildes, so man sich das auch vorstellen würde und nicht unbedingt so, wie man die ganze Sache aufgenommen hat, denn manchmal sind die Bilder, die aus dem Fotoapparat kommen, halt erstmal relativ nüchtern.
begeistern und interessant. Da kann man das Ganze mit aufpeppen, ohne viel machen zu müssen. Ihr müsst euch anmelden, halt, kriegt dann eine Seriennummer zugeschickt, halt, die Software könnt ihr dann runterladen und das war's auch schon. Auch noch interessant ist was für die andere Richtung halt der Kreativität, nämlich die für den Musiker. Sparkle ist eine Gitarrensimulation, ist ein Plugin. Ich weiß nicht, ob die Standalone funktioniert. Wahrscheinlich braucht ihr ein VST-kompatibles Programm dafür, Cubase oder eine ganze Menge halt. Eigentlich unterstützt ja jede Musiksoftware mittlerweile ein VST. Damit habt ihr dann eine Gitarrensimulation, mit der ihr halt die spielt auch Riffs und welche Begleitung halt automatisch, je nachdem, was ihr gerade als vorspielt auf dem Klavier, versucht sie was Passendes da reinzubringen. Geile Software, die hier auch umsonst rausgeschmissen wird, gerade mal als so Werbezwecken, denke ich. Wer überhaupt gar nicht jetzt kreativ werden möchte und einfach nur töten, töten, töten möchte, der kann sich das hier mal angucken, wenn er sich schon längst getan hat. Viele von euch werden das hier kennen, nämlich Doom 3. Ist ein älteres Spiel, war aber zu dem Zeitpunkt halt von der Grafik ziemlich beeindruckend. Es gibt hier einen Mod für, den könnt ihr euch mal runterladen, HD Ultra Mod, irgendwas für Doom 3. Das peppt das Ganze nochmal ein Stückchen auf. Kostet nicht diese Erweiterung halt. Das Spiel hier kostet 1,24. Das ist auch nicht gerade die Welt. Kann man also bedenkenlos zuschlagen, wenn man auf Horrorspiele steht. Das Ganze hier ist eigentlich nur ein Horrorspiel. Wer jetzt hier sein IQ bis so aufs Letzte ausreizen möchte, der ist hier wahrscheinlich nicht gut aufgehoben. Aber zum Metzeln ist es recht gut. Der vielleicht den Ganzen hier empfehlen möchte, nämlich dem Zocken, dem Musik hören und dem Video gucken halt, der kann sich vielleicht mal hier einen Billigflieger nehmen. Ich habe mir ein paar Reisen rausgesucht, Flüge nach Kos, Griechenland, hin und zurück 79 Euro. Da müsst ihr natürlich dann gucken halt, hier ist Gepäck bei. Eigentlich jetzt eine Tonne Gepäck, aber Minimalgepäck ist hier bei, schon inklusive in der Regel. Ihr müsst euch natürlich ein Hotel suchen, was aber auch nicht mehr in Zeiten des Internets allzu schwierig sein sollte, wenn man weiß, wo man hinfliegt. Da könnt ihr euch dann selber was suchen, im Internet ein Hotel oder vielleicht auch, wenn ihr da seid, da dürfte jetzt doch einiges noch zu finden sein. Aber insgesamt habt ihr hier schon mal hin und zurück für 79 Euro. Eine geile Sache, glaube ich. Wer auf Griechenland keinen Bock hat, das gleiche gibt es auch nochmal hier für Madeira. Auch nicht gerade die schlechteste Idee in Portugal. Kostet 94, auch hin und zurück das Ganze. Und auch wieder mit Minimalgepäck. Aber jetzt nicht jetzt Minimalgepäck, eine kleine Einkaufstüte. Da ist schon ein bisschen mehr drin. Insgesamt für den Preis hier, glaube ich, doch sehr interessant. Gut, kommen wir mal zu anderen Sachen. Nicht kostenfrei, aber trotzdem ziemlich geil. Ich werde hier noch einen Bonuscode drunter packen, dann kostet das Ganze 22. Ist das neue Xiaomi Mi Band 3. Ist nochmal eine aufgewertete, fettere Version des Mi Bands oder des Mi Band 2. Größeres Display, mehr Funktionen halt. Geiles Gerät und wer einen Fitness-Tracker sucht, halt, der ist hiermit auf jeden Fall super aufgehoben. Dann habe ich hier noch was gefunden. Und zwar habe ich hier eine Powerbank, die ist bei Groupon gerade, steht die. Die soll angeblich von 169 auf 22 runtergesetzt worden sein. Die Bilder, ich weiß nicht, warum die Seite das jetzt so blöd darstellt. Ich habe mir die Bilder angeguckt, die sahen wirklich beeindruckend aus von dem Gerät. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie ein Galaxy Note 9, das was jetzt heute vorgestellt wurde. Ziemlich abgepackt, ziemlich mit Glas bepackt, das Ganze. Ein Display vorne auf der Vorderseite. Kabellos laden ist damit möglich, hat zwar 20.000 Milliampere-Stunden, dann kommt man gut unterwegs zurecht. Ist auch so groß wie ein Galaxy Note ungefähr halt, also nicht so ein Riesenklopper. Schönes Designerteil halt. Ob es denn jetzt von der Hardware, ich weiß da auch, kann ich nicht sagen, weil diese Bank habe ich noch nicht selber in den Fingern bekommen halt. Ich überlege, ob ich sie nicht bestellen soll. Ich sag mal halt, hört sich erstmal alles klasse an. Da müsst ihr euch mal selber informieren, ein bisschen weiter halt hier auf der Seite. Groupon, der Link ist wie gesagt eben. Wie immer eigentlich bei dem Format hier unter den Videos zu finden. Könnte was Interessantes sein für jemand, der eine Powerbank sucht. Noch interessanter, dann wahrscheinlich nicht mehr allzu lang zu kriegen, ist halt für jemand, der noch ein Boxensystem braucht, was ein bisschen was optischer macht, muss man drauf stehen. Das Ganze ist natürlich nicht für jedermann gedacht halt. Der Geschmack unterscheidet sich ja nochmal meistens. Finde ich etwas mal abgefahren von der Optik. Klanglich auch abgefahren, zumindest für den Preis klanglich abgefahren halt, für den absoluten High-End, High-Fidelity-Typen mit Ölbachkabel, Kabel 500 Euro oder sowas halt, keine Ahnung. Für den ist das bestimmt ja auch nichts, aber für jemanden, der einfach nur ein bisschen Beschallung sucht halt, die sich geil anhört, und dann auf den Preis achtet, der könnte hiermit relativ gut, zurechtkommen. Apropos eBay.
Jetzt gibt es hier eine Aktion zum Wochenende. Wer was verkloppen möchte bei eBay, der kann sich hier über 1 Euro und 0 Euro Provisionen halt einen Gefallen machen, wenn ihr jetzt vertickt, denn ihr habt nicht diese relativ hohen Kosten, die teilweise bei eBay entstehen können, halt am Hals. Hier bezahlt ihr 1 Euro. Der ist auf jeden Fall weg, auch wenn ihr nicht verkaufen solltet. Dadurch macht eBay wieder ein bisschen Kohle. Aber wenn ihr verkaufen solltet, habt ihr nur wirklich diesen 1 Euro bezahlt und keine Provision. Finde ich ein geiles, faires Angebot von denen halt. Da kann man zuschlagen. Und ich werde da auch einiges verkloppen, was ich hier doppelt rumliegen habe. Gefällt mir ganz gut, das Ganze. Okay, das war schon wieder hier. Wünsche euch noch viel Spaß mit dem gewitterigen Wochenende. Und sagt dann mal, ciao.